Tag, Freunde, was geht ab? Euer Lieblingsvlogger mal wieder back on track. Wir fahren nach Amsterdam. Also wir sind jetzt in der Stadt angekommen und haben wirklich mal wieder das beste Wetter aus Deutschland mitgebracht. Jemand hat übrigens so wenig Ahnung vom Essen, dass er sich einfach Ketchup zu seiner Pizza bestellt hat. Ich habe noch nie in einem Laden genau eine Rechnung über 100 Euro gesehen. Der Jackpot hier ist so tot, einfach nur 120 Millionen. Amsterdam, so eine brutal schöne Stadt, ne? Guckt euch das an, sieht aus. Oh, jetzt rutscht ich auch noch über das Ding. Sieht einfach aus wie Weihnachten. Es ist auch bald Weihnachten und von den Temperaturen ist es auch quasi schon Weihnachten. Das ist die Bahn, das ist Tobi, das sind Leute, die in meinen Vlog gequatscht haben. Hallo. Okay, nicht hallo. Das da oben ist einfach durchgezogen, eine Wohnung oder ein Hotel, keine Ahnung. Aber das da vorne ist einfach so dein Wohnzimmer. Dann geht es einfach da so lang. Ups. Wir sind gerade auf irgendeiner Party, wo man am Eingang einfach Sticker für seine Kamera bekommt, sodass man keine Videos in dem Laden macht. Also ich kann es so bei Berghain und so einen Scheiß verstehen, aber wir sind auf so einer ganz normalen Party. Also ich respektiere das natürlich, selbstverständlich sind die Regeln, aber guckt euch mal dieses Klo an. Wir waren jetzt gerade unten in so einem Privatkino und haben einfach irgendeinen neuen Wodka vorgestellt bekommen, der genauso geschmeckt hat wie jeder andere Wodka auch. So oder so. Was ist das jetzt für eine Toilette? Oh, ist das schön. Nein. Indirekte Beleuchtung ist das Schönste, was es bei Häusern gibt. Diese Dinger da. Einfach indirekt ein Haus beleuchten. Guckt euch generell diese Stadt an, wie schön das aussieht. Ignoriert Tobi. Aber so, das da vorne, das Gebäude sieht einfach aus wie Hogwarts. Das hier ist einfach so der Smart von Holland. Es steht an jeder Ecke. Was, ein Foto? Ja, warte. Okay, hab. Diese Stadt lebt. Guckt euch das an. Überall sind Leute, laufen rum, machen jetzt irgendwas. Keine. Bitte? Hey, was machst du denn hier? Der pinkelt einfach ins Meer. Das geht nicht. Ich hasse das. Alle Leute, mit denen ich unterwegs bin, sind asozial. F*** dich. Also mittlerweile ist ein Moment erreicht, wo wir leicht hinterfragen, ob wir mit Captain Blaubeer eher in die See stechen würden oder, oh, rechts vor links, oder ob wir mit Captain Baloo auf tollgrüne Crew gehen würden. Peace, Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin, ich bin's Kelvin. Gib mal einen Schmatzer. Ja, ist nicht gerade rot, okay, alles gut, Alter. Ah, er geht schon wieder mal rot. Ah, grün. Glück gehabt. Ich verpetze die alle. Worauf warten wir eigentlich? Wenn du in der englischen Bar Tobis Namen sagst, kriegst du mal zwei Bier. Two Beers. Dreck, Bruder, danke. Tobias Heil versucht noch immer unser Taxi. Es steht angeblich, Zitat, es muss ja genau hier stehen. Das höre ich seit 20 Minuten mitgeteilt. Ich glaube, der komplette Vlog besteht daraus, dass Luca in seinem Zustand gerade durch Amsterdam, Leidsplein läuft und ein Taxi sucht. Das sind alles Freunde von mir hier, die auch. Er hier, mein Abi, sie sucht Taxi. Alles klar, Bruder, ich auch. Ja, ja, ist da vorne, genau. Ist da vorne? Taxi ist da vorne, ja, ja. Tobi, das ist nicht unser Taxi. Wir hatten ein anderes Kennzeichen. Bro, steig aus, wir hatten ein anderes Kennzeichen. Oh, okay, yeah. Okay. 5 minutes. How are you? Yeah, fine. Thanks. Ich weiß nicht, wie wir das hingekriegt haben, aber wir sind im Bett gleich. Tobi! Tobi und ich sind auf jeden Fall. Ja, warte, jetzt komm. Warte. Ja. Hast es? Ja, wollen wir nochmal. Tobi und ich sind auf jeden Fall. Okay. Tobi und ich sind jetzt auf jeden Fall zurück auf dem Hotelzimmer angekommen. Lasst einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wir haben noch 2 Tage vor uns.
Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich denke, ihr merkt schon, dass wir noch leicht verklatscht und verkatert von gestern sind, meine Damen und Herren. Deswegen müssen wir natürlich gleich eine Menge Wasser trinken, denn das hilft ja bekanntlich am besten gegen einen Kater. Und apropos Wasser, sponsert AirUp freundlicherweise das heutige Video. Denn AirUp aromatisiert das Wasser nur durch die Luft. Die machen sich nämlich die Tatsache zunutze, dass wir 80% über unsere Nase schmecken. Digga, krank. Irre, ne? Hä, Junge? Durch das Saugen an dem Silikonaufsatz entsteht ein Sog, der einerseits das Wasser in den Mund bringt, allerdings auch die Luft zirkulieren lässt und durch den Duftpott dann einen Geschmack erzeugt. Das, was sich AirUp zunutze macht, hat in der Wissenschaft sogar wirklich einen Namen. Das heißt nämlich retronasales Riechen. Also quasi, dass der Geschmack im Rachenraum vom Riechzentrum so wahrgenommen wird, aber eigentlich gar nicht vorhanden ist. Du trinkst eigentlich nur Wasser. Es gibt ultra viele Geschmacksrichtungen. Also ihr habt da wirklich querbeet alles am Start, von Cola über Pfirsich bis hin zu Basilikum, Zitrone. Ich habe hier aktuell White Peach mit am Start. Und ihr könnt sogar mit dem Code LASER 10% sparen im Webshop bis zum 6.11. Und danach gibt es auch noch verschiedenste Bundles. Dankeschön, AirUp. Kann mir irgendjemand von euch unten in den Kommentaren erklären, warum Coffeeshops Coffeeshops heißen und nicht irgendwie Kifferläden? Weil die haben ja obviously nichts mit Kaffee zu tun. Top-Frühstücksladen in Amsterdam, meine Damen und Herren. Winnies, um euch mal hier so ein paar Tipps zu geben. Jungs, wie gefällt's euch bisher? Ist mir auch egal. Also was ich an Amsterdam bisher am meisten mag, ist wirklich das Wetter. Wir haben die ganze Zeit nur Sonnenschein. Alle Idioten hier mit Burger, Bier, Cola, Chicken Wings und ich wieder der Einzige, schön mit einem Salat. Das ist einfach bloß. Bester Burgerladen übrigens in ganz Amsterdam. The Butcher. Auf jeden Fall, ja. Wir waren gerade shoppen. Oh, Hundi. Golden Retriever. Süß. Wir waren gerade shoppen, ich habe mir eine Hose gekauft und nutze sie jetzt eigentlich nur als Regenschirm. Topwert, ah, moin! Wir sind jetzt im Stadion von Ajax Amsterdam angekommen, weil hier irgendwie das größte Musikfestival. Ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung. Sagen wir nicht nein! Früher war es mein größter Traum, Gabelstaplerfahrer zu werden. Ich habe dann irgendwann aufgehört, weil ich so ein Video gesehen habe, wie so ein Ding so eine Taube überfahren hat und dann tat mir die Taube irgendwie leid. Firat, willst du was sagen in meinem Vlog? Bitte? Willst du was sagen in meinem Vlog? Ja klar, ich will immer eigentlich was sagen. Ich weiß jetzt wiederum nicht, wie das passieren konnte, aber ich stehe jetzt direkt beim DJ. Ich meine, ich sag auch hier nicht nein. Genie, wie ich in der Schule. Nicht. Hey man, ich laufe auch. Wisst ihr, was ich nie verstanden habe? Das sind ja alles Kaugummis auf dem Boden. Das sind ja alles Kaugummis. Wie können sich Kaugummis so krank in den Boden einprägen? Naja, ich kann gut beim Thema bleiben. Janina! Hallo! Where are you going? I'm doing a vlog. Do you want to say something in my vlog, Adam? Alan? I was very happy that you were here. I'm Alan from Alvin and the Chipmunks. And say hi to everybody in Cologne and in Germany. And I was very happy that Luca was here. And see you soon. See you at Panama, for sure, next year. Bitte? Zwiebeln. Ja, das weiß ich. Der Typ, den ihr gerade gesehen habt, ist irgendwie der Veranstalter von diesem ganzen Festival. Hier sind 60.000 Leute in dem ganzen Stadion. Und nur durch den sind wir irgendwie hier reingekommen und sind jetzt überhaupt, ja. 13 Tüten davon, Dings. Ehrlich gesagt bin ich gerade ein bisschen, na, wie sagt man auf Deutsch? Konventionell. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ey Jungs, obwohl wir seit einer Viertelstunde warten, ich muss kurz für den Vlog so tun, als ob es viel länger wäre, damit es krasser ist, okay? Okay. 14 Tage später, Freunde. Wir haben 3 Stunden geschlafen, sind gerade ausgecheckt im Hotel. Sind oder haben gerade ausgecheckt? Haben ausgecheckt, ne? Haben ausgecheckt. Wir haben 3 Stunden geschlafen. Sind mittlerweile wieder in Köln angekommen und jetzt tatsächlich auf dem Weg hier zum Stadion. Köln Derby. Der Typ ist Gladbach-Fan. Ey, das ist ein Kollege von mir. FC Köln!
bin jetzt wieder zu Hause und habe die letzten 4 Stunden dieses Video hier geschnitten, diesen Vlog. Und ich kann nur sagen, meiner Ansicht nach ist es ja geisteskrank, was ich hier alles erlebt habe an diesem Wochenende. Ich weiß, es ist in Vlogs von anderen YouTubern wahrscheinlich das, was die innerhalb von einer Stunde erleben. Aber ich mache halt sonst nicht so viel. Ich bin ziemlich viel zu Hause, ehrlich gesagt. Deswegen war das für mich schon echt ein sehr, sehr cooles Wochenende. Wenn euch der Vlog auch gefallen hat, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Dann könnt ihr hier einfach auf den Smiley draufklicken oder euch hier den letzten Vlog anschauen. Und nochmal ein riesiges Dankeschön an AirHub, dass sie das heutige Video freundlicherweise unterstützt haben. Bis zum 6.11. könnt ihr noch mit dem Code LASER 10% sparen. Kuss! Wir hören uns, sehen uns, riechen uns. Keine Ahnung. Haut rein, ne? Oder nicht reinhauen, wäre dann halt, wenn ihr dann wen verletzen würdet. Aber ich hau's rein. Tschüss.